Meinung zu Andrew Tate, der jetzt verhaftet wurde, nachdem du ihm so gepusht hast? You get three lives when you attack powerful people. They first ban you and try and shut you up. Secondly, they'll put you in jail for something you didn't do. And thirdly, they'll kill you. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Was ist deine Meinung zu Andrew Tate? Hat der Insta-IK gefragt und Martin B030 hat gefragt, Meinung zu Andrew Tate, der jetzt verhaftet wurde, nachdem du ihm so gepusht hast. Als ob, ja, wegen mir, weil ich ihn gepusht habe, wurde er bestimmt verhaftet, ne? Digga, manche Leute sind zu hart, ich schwör's dir. Auf jeden Fall, ey Bro, ich finde es krass so. Ich habe mir viel von ihm reingezogen und ich habe auch gesehen, dass er in vielen Podcasts das schon angekündigt hat, dass die wahrscheinlich als nächstes versuchen werden, nachdem die versucht haben, ihn zu canceln, was nicht funktioniert hat, ihn einsperren werden. Und als nächstes hat er immer gesagt in dem Podcast, der dritte Schritt ist dann, dass die versuchen werden, ihn zu töten. So, let's talk about where you are, Andrew, right now in this moment, you know, what is like going through your head right now? You've been banned off many social medias. You haven't done a podcast in a while. So what is your thoughts as to like, what are your plans now? Or like, what do you feel about what's happened to you? And what's your moves? Or I mean, I don't expect you to reveal them, but what's your plans? Yeah. So the Matrix attacked me. Yeah. They tried to remove me from social media. They used their bullets. I'm still all over social media. So they failed. They failed. What's scary about it? The only thing I will say I don't like about being banned is that you get three lives when you attack powerful people. They first ban you and try and shut you up. Secondly, they'll put you in jail for something you didn't do. And thirdly, they'll kill you. So I've used my first life, which is kind of upsetting when you know that next is going to be some false charges. The two worst ones. Yeah. And if you survive the false charges, you just die. Jesus. So that's kind of upsetting. But that's kind of upsetting. It is. It's kind of upsetting. I like to think the people at home know if I ever ended up in a jail cell and the media started printing why, that they'd know it's a pure lie. They made it up. Yeah. But that's kind of scary. And Bro, ich bin jetzt hier kein Anwalt von Andrew Tate oder muss ihn jetzt hier irgendwie den Rücken stärken oder irgendwie, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt als einfach das, was in den Medien erzählt wird. So. Ich habe das Gefühl, dass Andrew Tate auf jeden Fall ein Dorn im Auge ist von den Menschen, die versuchen, uns zu kontrollieren. So. Weil er in fast jedem Talk die Elite, die Matrix, die Medien angreift. So. Und wir wissen ja, was mit Menschen passiert ist, die das in der Vergangenheit auch getan haben. Und deswegen glaube ich schon, dass er ein Dorn in dem Auge ist und dass es sein kann, dass eventuell Menschen versuchen, sein Leben zur Hölle zu machen, damit er diese Message nicht mehr weiter verbreiten kann, weil er halt auch ein Riesengehör hat. Viele junge Leute hören ihm zu. Windy Vibes, man. Am Ende des Tages weiß ich nicht, was passiert ist. Weiß ich auch nicht, ob er an irgendwas schuld ist oder irgendwelche kriminellen Machenschaften am Laufen hat im Hintergrund oder so. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Aber ich hab das Gefühl auf jeden Fall, dass er versucht hat, gerade jungen Männern eine Message mit auf den Weg zu geben, die gut ist, die motivieren kann, die bewegen kann. Und ihr kennt mich, ich bin keiner, der den Medien einfach so glaubt und vertraut. Ich habe gesehen, wie die Medien versucht haben, ihn als Teufel darzustellen, als einen Frauenhasser hinzustellen, Dinge aus dem Kontext zu nehmen und ihn dann so hinzustellen, als ob er was Böses will, was meiner Meinung nach nicht der Fall war. Wenn du ihm wirklich zuhörst, wenn du ihm folgst, dann wirst du merken, dass seine Message im Kern eigentlich eine gute Message ist. So. Und ja, ich glaube, dass er einfach zu gefährlich geworden ist für die da oben und dass die jetzt versuchen, ihm sein Leben zur Hölle zu machen. Man weiß es nicht. Das ist das, was ich denke. Ich bin natürlich auch kein Prophet, der jetzt die Zukunft voraussagen kann oder wirklich sagen kann, was los ist und was nicht los ist. Ich kann euch nur sagen, was ich denke, was ich fühle. Und ja, Mann. Ich bin froh, dass es so Menschen gab oder gibt wie Andrew Tate, der sich in der Öffentlichkeit hinsetzt und ohne Rücksicht auf Verluste seine Wahrheit ausspricht. Und ich find's heftig und krass, was mit Menschen passiert, die das tun.
Er ist ja nicht der Einzige. Na, Digga, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Von meiner Seite auf jeden Fall Free Andrew Tate an der Stelle. Ich küsse dein Herz.